Hallo Leute, da bin ich wieder. Warm 117 mit einem weiteren Part. Wir sind hier anscheinend gerade aus einem Albtraum wieder erwacht. Mal wieder. Und er ist immer noch müde. Wie lange hat er geschlafen? Bestimmt wieder über 3 Tage lang. Aber hallo. Tatsächlich, wieder 2 Tage geschlafen. Also irgendwie glaube ich dem Ganzen hier nicht mehr. Freitag der 13. Er ist am 10. ins Bett gegangen. Am letzten Mal hat er 2 Tage geschlafen. Jetzt hat er 3 Tage geschlafen. Wird er jetzt als nächstes 4 Tage schlafen? Ist er ein Schlafwandler? 3 verlorene Tage. Also ich bin echt ratlos, was das zu bedeuten hat. Ach, 4. Tag, fehlende Zeit. Okay. 13. November 2011. So. Ja. Das Klavier setzt jetzt ein. Sollen wir mal irgendwas kombinieren vielleicht? Sollen wir mal gucken. So. Was haben wir denn hier? Das ist ja wieder ganz schön viel. 3 verlorene Tage. Hatten wir nicht irgendwann mal 2 verlorene Tage? Haben wir denn nicht irgendwas? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht, ja, die Halluzination. Naja, gut. Das wollen wir erstmal gar nicht wissen. Haben wir irgendwelche Nachrichten? Ich denke mal wieder nicht. Nein, haben wir nicht. Na gut, dann werden wir wohl, bestimmt unser Medikament wieder nehmen müssen, von dem wir schon fast abhängig sind. Aber wir haben das Medikament ja in unserem Büro gelassen. Deswegen denke ich nicht, ob die Laborergebnisse schon da sind. Ich sollte Afanat danach fragen. Ja, das wäre auch eine Idee. Rufen wir doch einfach mal Afa an. 555555. Die Telefonnummer von Arthur. Ich dachte, Arthur wäre doch jetzt im Urlaub. Oder nicht? Ist er schon wieder zurück? Ihm hat der Urlaub wohl nicht gefallen. Anruf, das kapiere ich immer noch nicht. Ja. Hi, Arthur. Jetzt sagt er uns, er hat nie irgendwas erhalten, kein Medikament und Oh, so hi weiter Howard, wie bestimmt. geht's dir? Das glaube ich. Sag mal, weißt du schon etwas über die Substanz, die ich in meinem Büro gelassen hatte? Jetzt kommt, wie ich hier Substanz. Ja, der Bericht ist da. Okay, nee, Sekunde. doch nicht. Okay, was war da Ah, drin? da ist er. Ach Ah, ja. es ist wohl ein ziemlich fieses Zeug. Irgendein Nervenmittel, das mit einem Halluzinogen vermischt wurde. Siehste, ich wusste es doch schon. Dem Bericht zufolge ist es aber kein gewöhnliches Halluzinogen. Sie wissen nicht genau, was es ist. Ich wusste es doch. Immer diese Halluzinogene, von denen wir gelesen haben. Das wollte ich wissen. Danke, Arthur. Ha, keine Ursache. Mach's gut. Du auch. Bis bald. Ich wusste es doch. Ich habe es doch schon die ganze Zeit gewusst, dass wir abhängig von diesem Mist sind. Ja, wir haben noch jetzt hier vertauschtes Medikament. Steckt der Arzt damit drin? Der Arzt vertauscht das Medikament und dann noch das Ergebnis der Medikamentanalyse. Vielleicht aber auch etwas anderes. Das kann gut sein. Das Augensymbol Halluzination.
Ja, was haben wir denn hier? Die Medikamentenanalyse und Halluzinationen. Das ergibt keinen Sinn. Aber das bedeutet doch, dass irgendwer mein Medikament vertauscht haben muss. Irgendetwas. Kalender, Warnung vor der Polizei. Die verlorenen Tage, das war doch alles nur wegen dem vertauschten Medikament. Ja, da so. Nun gut. Er will wieder nichts rausrücken hier. Ach herrje. Ja. Wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Clark Fields Haus. Da stand ja was von diesen Halluzinogen. Außerdem haben wir ja noch ganz schön viele Kassetten, die wir uns anhören können. Besonders die Kassette von dem Friedhof. Ich meine, Dr. T. Dredden. Den hatten wir doch hier auch irgendwo. Nein, den haben wir nicht mehr. Anscheinend haben wir den nicht mehr. Jemand hat irgendwo gegraben. Ja, wo hat er denn gegraben? Wo haben sie denn gegraben? So, schauen wir uns mal an das Ding hier. Das wird es ja wohl sein hier, diese. Der Zettel hier mit den Halluzinogenen. Es verändert das Bewusstsein auf unglaubliche Weise. Leider haben meine Täten Forschung, bla bla bla. Es bringt die Seele bis an ihre Grenzen. Seltsames Gefühl, Art Leere. Eine andere Person würde andere Worte finden. Naja, dann vielleicht doch nicht. Ich schlage vor, wir begeben uns wieder zu der Hütte. Die Hütte, jawohl. Wir haben ja doch die Schlüssel für die Hütte. Wir haben ja noch gar nicht alle Schlüssel ausprobiert. Hier gibt es ja noch so viel zu erledigen. Ja, bitte verlassen. Wir haben ja hier noch diese Schränke da oben im oberen Stockwerk, die noch keiner geöffnet hat. Beliebige Taste drücken. Warum ist das denn hier schon wieder so dunkel? Ist wohl keiner da. Brabrak, der Rabe sitzt da immer noch. Der sitzt schon seit 15 Tagen dort bestimmt. Den hat doch noch keiner weg. Ach nee, doch, der ist doch weg. Sitzt der jetzt woanders? Anscheinend nicht, obwohl man ihn hört. Bonk. Gehen wir runter? Gehen wir runter oder gehen wir erstmal hoch? Ah, dieses Knacksen da. Knick, knick. Da ist doch wer noch da unten. Ich frage mich, was mit dem Mann passiert ist, der schon seit 3 Tagen in dieser Zelle da sitzt. Der muss doch schon längst verhungert sein. Jetzt kommt hier wieder so eine schöne, gruselige Musik. Naja, wir gehen erstmal hoch, nach oben. Hoch nach oben hinaus. Ins obere Stockwerk. Und gucken uns mal an, was uns da erwartet. In dem Raum da, von wo die Geräusche herkommen. Oder irre ich mich? Ist hier was? Da ist eine Kiste, die war da vorher noch nicht. Oder? Also hier haben wir. Jawohl. Ei, 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 was haben wir denn hier alles? Noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Und noch irgendwelche
Texte, die wir uns durchlesen können. Ich untersuche zurzeit die Holzskulpturen, die Mr. Curwen aus Afrika mitgebracht hat. Diese identischen Skulpturen besitzen ein Geheimfach mit einer Art Schließmechanismus, den ich noch nicht knacken konnte. Abgesehen von der einen Skulptur, die sich wie von selbst geöffnet hat, wer weiß, was daran aufbewahrt werden soll. Vielleicht diese komischen Masken da unten. Können wir eine mitnehmen? Ich habe auch selbst eine dieser Skulpturen an einem der Orte entdeckt, die wir mit Hilfe der Karten gefunden haben. Diese Skulpturen besitzen große Bedeutung. Ach, deswegen der Kartenleser da unten. In der, die ich geöffnet habe, waren verschiedene Blätter und ein totes Insekt ohne Augen, das ich nicht kannte. Da es keine Augen hatte, ist es wohl eine Spezies, die ihr ganzes Leben in dunklen, tiefen Höhlen verbringt, in die niemals Sonnenlicht dringt. Ich habe noch nicht herausgefunden, von welcher Pflanze oder welchem Baum die Blätter stammen. Sie riechen streng und sehr interessant, da aus den anderen Skulpturen, die ich bisher noch nicht öffnen konnte, der gleiche Geruch kommt, nehme ich an, dass alle die gleichen Objekte enthalten. Mr. Curwen behauptet, dass diese Skulpturen die Versailles-Mixtur aufbewahren sollen. Meine Nachforschungen zu dieser Versailles-Mixtur haben keine deutlichen Ergebnisse gebracht. Das deutet darauf hin, dass die Zubereitungsformel enorm gut geschützt oder nur mündlich weitergegeben wurde. Selbst die ältesten und umfassendsten Schriftstücke enthalten kaum Informationen darüber. Laut dieser Texte hatte diese Mixtur eine sehr starke Wirkung auf Menschen. Es ist bekannt, dass diese Mixtur andere Bewusstseinszustände herbeiführen kann. Ich glaube, dass sie noch andere Auswirkungen hat, da Versailles bei der Seelenmetamorphose eine wichtige Rolle spielt. Momentan versuche ich, die Schlösser der Skulpturen zu öffnen, ohne sie zu beschädigen. Dazu muss ich den Schließmechanismus begreifen. Ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. IB. Wer könnte IB sein? Keiner weiß es. Okay, das haben wir ja schon gerade hier durch. Ja, das ist ja schon. Was haben wir denn hier? Mit Hilfe des Markers und der alten Karten kann man die Orte gut finden. Aber die Karten zerfallen immer mehr. Damit sie nicht noch mehr Schaden nehmen, werden sie in einem Spezialschrank gelagert. Mit ihrer Hilfe haben wir viele Orte entdeckt und unsere Forschungen gehen weiter. Der wichtigste Ort, den wir gefunden haben, ist der alte Friedhof, auf dem die Gräber liegen, die wir schon so lange suchen. Die Ruinen, die 350 bis 400 Meter davon entfernt entdeckt wurden, lassen vermuten, dass es früher eine Siedlung war. Vielleicht stand dort einst eine Stadt, die dem Volk namens Lahata gehörte, das vor langer Zeit in den Northwood Mountains lebte. Mr. Curwen wird in ein paar Tagen damit beginnen, den Ort zu untersuchen. Ich sag doch, wir müssen zu einem Friedhof. Ein halbvolles Tintenfass. Tintenfass. Können wir da nicht irgendwie... eine Karte? Ach, da werden wir dann erstmal richtig schön zum Friedhof geführt. Können wir denn hier nicht so... Jawohl, den Pinsel in Tinte tränken, das meinte ich doch. Da sind wir ja schon mal etwas weiter. Wird da gerade gepfiffen? Hat da wer gepfiffen? Nun ja, was haben wir denn hier noch alles? Gibt's denn hier sonst nichts? Hier haben wir ja noch was. Hier gibt es ja noch was. Ist das der Spezialschrank, von dem geredet wurde? Der Schlüssel zu Clarkfields altem Haus, den wollen wir nicht. Das ist nicht der Spezialschrank anscheinend, scheint mir. Was haben wir denn hier? Eine Karte, das ist ja schon mal ein Anfang. Ach ja. Na gut, bevor ich mir das alles hier durchgucke, mache ich einen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part mit der geheimnisvollen Karte und diesen Karteikarten hier drin. Auch wenn da hinten gerade irgendwer welche Stühle hinschiebt, das ist mir egal. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann.